Aber gibt es so etwas wie Berufung auch für jemanden, der Meteorologe wird? Also ich glaube fast ja, weil ich ja Meteorologe geworden bin. Und ich bin tatsächlich, ja, aber ich bin tatsächlich sehr früh. Mein Vater hat mich, und das erzählen meine Eltern wirklich wiederkehrend, als ich 3 Jahre alt oder jung war, hat mich mein Vater gefragt, was willst du denn später mal beruflich machen? Das ist eine vernünftige Frage an einen Dreijährigen, der das ja mal sich so überlegt hat. Angefangen, sie zu fördern. Ja. Genau. Und dann war meine Antwort, ich möchte Vogel werden. Die fand ich extrem drollig. Also, weil natürlich, also ich weiß heute, man kann nicht Vogel werden. Aber ich wollte einfach immer in die Luft. Ich wollte da oben gucken. Ich bin irgendwie mit einem Wettergen ausgestattet, ohne dass ich weiß, wo es herkommt. Und es war immer diese Wetterfaszination. Vor allem heißt es, dass Sie schon an der Grundschule auffällig wurden und Mitschüler Ihnen gesagt haben, Sie werden bestimmt mal Wetterforscher oder so. Ja, vor allen Dingen haben die alle gesagt in der 7. Klasse, du wirst später mal im Fernsehen das Wetter vorhersagen. Nee. Ja, ich war auch schon früher sehr gut aussehend. Aber ich habe... Aber ich habe wirklich ganz zielsicher als Einziger immer gedacht, das wirst du nie. Aber dass du Meteorologe werden willst, ohne dass ich das schreiben konnte, also weil das ja ein komplexes Wort ist. Also viele können es heute nicht. Ja. Ja, ich war im Fernsehen schon mal untertitelt als Metrologe. Ja, da habe ich mich gleich entschuldigt, mit U-Bahn weiß ich gar nichts, kenne ich mich gar nicht aus. Wobei, doch, auch Bahn, ist auch gut. Ja, aber es reichte halt nicht. Aber Meteorologe, genau. Und da war einfach so, diese Grundfaszination war immer schon drin. Und die ging auch nie weg. Und die ist bis heute da, deswegen habe ich ein Wettergehen. Ja. Das finde ich fantastisch. Sie müssen sich keineswegs schämen dafür. Ich bin gerade dran, aber jetzt, wo Sie das sagen, entspanne ich mich gerade. Ich habe in der Schule, Sie haben so eine schöne Mappe vor sich liegen. Ja, ich nehme immer Mappen mit. Da steht drin, was ich sagen wollte. Erzählen Sie. Also ich habe es auch erzählt. Ich auch. Wissen Sie, gar nicht mal so sehr, weil ich dann da reinschaue, sondern weil ich Angst habe, wenn alles weg ist, kann ich mich an irgendwas festhalten. Das ist angenehm, ne? Aber Sie sind ja Gast, insofern haben Sie eigentlich einen ganz entspannten Part. Was ist da drin? Das ist etwas, was mich wirklich begeistert hat. Das war, meine Eltern sind, glaube ich, sehr empathische Menschen. Und die haben, als ich klein war, alle diese Dinge aufgeschrieben, die seltsam waren, die ich mal gesagt habe. Und da waren sehr viele sehr seltsame Sachen. Das sind 10 DIN A4 Seiten. Ich könnte jetzt stundenlang vorlesen, wir würden auch alle am Boden liegen, aber das ist zu lang. Bitte, fangen Sie doch an. Zu meinem 40. Geburtstag. Also der Vogel ist zum Beispiel drin. Dann ist eine schöne Sache, wo ich immer wieder gesagt habe, früher habe ich vieles nicht verstanden. Zum Beispiel, alle Jahre, es ist Lied, ne, Weihnachtslied, alle Jahre wieder. Und dann kommt ja irgendwann mal, kehrt mit seinem Segen. Und ich habe immer nur verstanden, man kann mit dem Besen kehren. Ne? Also kehrte das Christkind mit seinem Besen. Und lauter solche Erkenntnisse habe ich gehabt. Und eine Sache ist wirklich schön, ich lese das mal so, wie es hier drin steht. Mein Vater war immer mein Papi, das erlaube ich mir hier nochmal zu sagen. Papi und Sven, ich, machen sauber. Fragt Sven, kommt der Staub immer wieder? Antwort, ja. Und dann ich, macht das der liebe Gott? Ja, dann längere Pause. Dann ist er aber fast nicht lieb, wenn man immer so viel wischen und arbeiten muss. Ja. Also ich habe mir grundsätzlich Gedanken gemacht. Man muss aber auch sagen, dass Sie offenbar wirklich ganz zauberhafte Eltern haben. Ja, das habe ich. Ja. Und die haben das alle auf kleine Zettel aufgeschrieben. Und die waren dann immer so in so verschiedenen Schubladen gelegen. Und dann wurden die gesammelt, wiederkehrend vorgelesen. Wir freuten uns alle. Irgendwann hat meine Mutter zu meinem 40., der schon lange zurückliegt, das dann aufgeschrieben. Und sind da Tränen geflossen? Muss ich mir merken. Bei mir ja. Und zwar zum Lachen und zum... Natürlich. Mich dran erfreuen, weil das ist unglaublich viel Empathie. Giovanni sagt, Amira sagt gerade, dass sie sich das merkt für ihre Kinder. Ja, ich muss mir das merken. Das. Ja. So toll. Macht das. Wirklich ganz, ganz toll. Die Kinder werden ewig begeistert sein. Und sie sagen so viele tolle Sachen. Die Enkelkinder werden sich noch dran freuen. Ja, das sind aber sicher ein paar lustige Dinge. Ich würde das sogar kaufen. Ja, das ist überlegen Sie sich das. Das ist natürlich sehr privat und unverbunden. Ja, aber Sie sind auch ein sehr lustiger Kerl. Da muss man schon mal sagen. Ich zeige Ihnen
nachher noch ein, zwei. Michael ist auch so voll, will auch was fragen. Ja, ja, nee, bitte. Ich glaube, dass man das aber vielleicht nicht zum 18. schenken darf, sondern tatsächlich erst zum 40. Nee. Also mit 18 findet man es super peinlich. Also mein Sohn wird nächstes Jahr 18. Nee, also ich glaube mit 18 noch nicht. Also das darf man nicht mit 14 machen. Dann finden die das ganz schlecht, genau, weil man noch zu nah dran ist. Aber mit 18 könnte es funktionieren. Ja? Mit 25, glaube ich, geht es wirklich los. Und mit 40 oder 50 oder 60 oder 80 ist es super. Gott, da muss ich ja so lange leben. Das ist schrecklich. Oder wenn man selber dann Kinder bekommt, so die ersten. Aber Neven will auch. Eine kurze Frage ist, wunderschön. Ich glaube auch, das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe in meinem Leben zum Geburtstag, waren einfach nur Videos von Menschen aus meinem Leben, die mir Happy Birthday wünschen. Es hat mich so emotional berührt. Ja. Was ich hier gerne noch mal fragen wollte, ist, weil es so persönlich ist, hast du auch mal da was reinnotiert oder war das immer irgendwie Ich konnte Eltern? Ja noch nicht schreiben. Okay, und dann die zweite Frage ist, hast du das gemerkt, dass jetzt passiert gerade was, meine Eltern gehen jetzt und notieren das jetzt irgendwo hin, also wurde das irgendwie präsent, sondern die haben das alles quasi dann... Das war ganz geheimnisvoll, mir völlig unbekannt. Und das war dann, also ich wusste, dass es das gab, aber dann so zusammengetan. Der erste Eintrag ist übrigens, die Schallplatte ist schon ausgeplattert. So was steht da. Das ist doch so süß, dass Sie das angekündigt haben. Ja, ja. Und mehrmals betont haben, dass es Sie ein seltsamer Mensch waren. Auf jeden Fall. Meine Eltern haben sich viel Sorgen gemacht. Ich wollte auch gerne noch was dazu sagen. Bei uns hat das der Großvater gemacht, aufgeschrieben. Ach ja? Man vergisst nämlich diese Anekdoten. Und man ist ja erstmal eine gute Mutter, wenn man das erste Kind bekommt. Man legt ein Fotoalbum an, dann kommt das zweite, das dritte, das vierte. Und das hat nur noch eine Kiste, wo die Fotos drin liegen. Und die Anekdoten, die gehen unter. Und das haben die Großeltern bei uns übernommen. Das war auch ganz toll. Okay. Und das kann man nachlesen und erinnert sich dann. Das ist schön, oder? Ja. Plöger. Thank you.